Hallihallo, freut mich sehr, dass ihr wieder da seid. Mein Name ist Ingrid und heute zeige ich euch ein weiteres Projekt aus meiner Serie 12x12 Inch Design Papier und zwar dieses wunderschöne Flipbook. Ich habe diese Anleitung bei Eva gefunden. Ihr YouTube-Kanal heißt Bohemian Crafting. Und wenn ihr an Vintage Flipflaps wunderschöne Konstruktionen interessiert seid, dann schaut unbedingt bei ihr vorbei und sie erklärt auch, wie man diesen Verschluss hier konstruiert. Ich habe es für euch in Zentimeter umgebaut und euch ein PDF mit den Maßen und den Schnittkonstruktionen unten in die Infobox gelinkt, sodass ihr jederzeit darauf Zugriff habt und euch das alles in Ruhe nochmal anschauen könnt. Ich finde dieses Flipbook super vielfältig zu verwenden. Zum Beispiel kann man es für Tauschaktionen, Happy Mails oder Loaded Envelopes und Pockets verwenden. Das hier zum Beispiel habe ich so konstruiert. Also ich habe hier nochmal einen Briefumschlag draufgeklebt, habe hier noch so kleine Sachen mit reingepackt, die man so brauchen könnte. Und wenn man das aufmacht, hat man hier eine voluminöse Tasche. Da kann man einiges reinstecken, zum Beispiel so ein Spitzen und Tags. Hier habe ich noch eine schöne kleine Büroklammer mit einem Schleifchen an die Kante gesteckt. Da ist eine doppelte Tasche. Hier passen auch noch einige an Goodies rein, je nachdem, wie voll man die machen möchte. Nicht wahr? Und auf der Seite ist auch noch mal eine Tasche, da passen die kleineren Sachen rein. Hier habe ich noch so ein Tag mit Washi-Tape-Samples dran gemacht. Das kann man, denke ich, auch immer wieder gut verschenken oder tauschen. Und da habe ich so eine Klappe noch eingebaut mit einem Verschluss. Kann man einfach so wegdrehen und das Ganze aufklappen. Und da hatten wir auch noch mal eine Tasche, in das so einiges reinpasst, was man so tauschen möchte. Ja, da noch so einen kleinen Mini-Briefumschlag für die ganz kleinen Sachen, die nicht verloren gehen sollen. Ja, und hier, das kann man alles abmachen, weil ich nämlich hier drunter so eine Buchbinderfolie draufgeklebt habe oder Hefteinbindefolie. Ich weiß gar nicht so genau, wie die heißen. Die sind selbstklebend, gibt so eine Rolle, meistens zum Schulanfang. Und da kann man echt die Aufkleber einfach draufkleben und die kann derjenige, der das Ganze bekommt, auch wieder ohne weiteres ablösen. Und auch solche kleinen Glitzersteine gehen ohne weiteres wieder ab. Finde ich also eine super tolle Idee, macht auch was her. Man kann das Ganze aber auch als eine kleine Aufmerksamkeit konstruieren. Zum Beispiel für einen Geburtstag. Dann hat man Karte und kleines Geschenk in einem. Durch diese voluminöse Tasche hier passt nämlich so eine kleine Schokotafel rein. Hoppala, das wollte ich nicht, dass ihr das seht. Aber auch die rote Variante davon, ihr versteht mich, passt da auch gut rein. Also man hat eine kleine Süßigkeit. Und hier habe ich mir gedacht, ich mache so einen 3D-Effekt rein. Leider kann man das nicht so gut sehen, wenn man nicht im richtigen Winkel dazu steht. Ja, die Schokolade ist jetzt rausgeflutscht. Da oben eine ganz einfache Tasche, wo ein Gutschein, ein Geldschein oder so eine Gutscheinkarte reinpasst. Und da hat man noch genügend Platz für seine Grüße und seine Wünsche. Also so ein 3D-Effekt finde ich immer wieder ganz witzig. Und ich bastel heute mit euch diese Variante. Und zwar habe ich hier auch einige an Tags reingepackt. Also das wäre dann so die Fotoalbum-Variante, wo man hier eben 9x13 Fotos reinkleben kann. Man könnte auch, Moment, schnell nochmal schließen, auch hier noch ein Foto aufkleben. Aber ihr müsst bedenken, dass man es dann hinterher hier durchscheinend sieht. Deswegen dachte ich, vielleicht möchte man dieses Mini-Fotoalbum benennen. Dann wäre so eine Namensplakette ganz nett. Und ja,
Hier habe ich auch noch so kleine Sachen, aber das bastel ich jetzt mit euch zusammen und dann seht ihr ganz genau, was da alles drin ist. Ja, ich würde sagen, los geht's. Hier habe ich den Zuschneideplan. Zu Demonstrationszwecken habe ich wieder ein weißes Blatt Papier genommen. Mein Bleistift ist auch bereit. Ich werde also anzeichnen, was ich tue, damit ihr das gut sehen könnt. Zur Erklärung für den Plan, wir haben hier drei Schritte. Die sind farblich markiert. Und hier seht ihr Schritt Nummer 1, erst einmal auf 30 cm kürzen, dann bei 10, bei 11 und bei 21 Falzen. Und die Farbe erkennt ihr auch in den Linien wieder. Da müsst ihr auch ein bisschen aufpassen, denn manche gehen durch und manche nicht. Nochmal zur Erklärung, was es mit dieser Albumklappe auf sich hat. Und zwar ist das diese hier. Also diese Klappe ist dieser Bereich hier. Solltet ihr einen oben und einen unten haben, könntet ihr euch eventuell danach richten. Aber nur damit ihr so ein bisschen eine Orientierung habt, wo was ist. Und wir falzen auf der Außenseite. Das heißt, ja, das, was später eure Außenseite ist, solltet ihr euch beim Falzen anschauen. Okay, also das hier ist Stufe 1. Als erstes müssen wir auf 30 cm kürzen. Dann bei 10 Falzen komplett durch. Bei 11 Falzen komplett durch. Und bei 21 auch komplett durch. So, legen wir mal los. Bei 30 anlegen, kürzen. So, dann auf 10. Anlegen und einmal durchfalzen. Bei 11 anlegen. Einmal durchfalzen und bei 21 einmal komplett durch. So, das war der erste Schritt. Dann drehen wir in Uhrzeigersinn um 90 Grad. Schritt 2, seht ihr hier, ist einmal bei 8. Aber nur bis zur ersten Querfalz. Die 9 komplett durch. Die 24. Bin aus der Kamera. Die 24 komplett durch. Die 24,5 ist die hier unten. Also erst ab der vorletzten Falz bis ganz runter. Und die 25 wäre dann die kurze hier. Hoppala, die hier. Also, ich drehe um 90 Grad. Lege bei 8 an, und falze nur bis zur ersten Querfalz. Dann schiebe ich auf 9 cm. Die Linie geht komplett durch. Weiter auf 24. Diese Linie geht auch komplett durch. Die auf 24,5 ist die neckigste. Wir erinnern uns, die 24,5 ist die hier unten. Die da. Also von der vorletzten Falz. Nein, von der letzten Falz, die andere haben wir ja noch nicht, die kommt erst. Von der letzten Falz nach unten. Dann auf 25. Nur bis zur ersten Querfalz. Und das war es jetzt auch schon für Stufe 2 oder Schritt 2. Schritt 2. Und jetzt Schritt Nummer 3. Wieder mal. Wir drehen
um 90 Grad im Uhrzeigersinn. Und hier haben wir eigentlich nur eine Falz, und zwar ist die bei 8,5, fängt bei der ersten Querfalz an und geht durch. Also 8,5. Fängt bei der ersten Querfalz an und geht durch. Jetzt dürften wir alle Falzlinien haben. Überprüfen wir das mal. So. Erster Schritt. Diese beiden komplett durch und bei 21 komplett durch. Wir haben um 90 Grad gedreht. Wir haben bei 8 gefalzt bis zur ersten Querfalz, bei 9 komplett durch, 24 komplett durch, 24,5 nur der untere Bereich, also hier. Und dann 25 nur der obere Bereich, hier. Haben nochmal das Ganze im Uhrzeigersinn um 90 Grad gedreht. Und dann kommt der letzte Schritt, die Nummer 3, pink markiert. Und zwar legen wir bei 8,5 an und falzen aber nur von der ersten Querfalz nach unten. So sieht das aus. Nun geht's ans Schneiden. Alles wieder zurück. Auch die Schnittkanten, also die Schnittlinien sind hier auch eingezeichnet. Als erstes machen wir mal diese beiden, wenn ich nicht immer aus der Kamera wäre. Das heißt, an der ersten Linie, kurz mal überprüfen, ob ich noch in der Kamera bin. Bis hier. Okay. Von oben das gleiche bis zur ersten Querlinie. Ich versuche nicht so viel zu drehen, nicht dass ihr durcheinander kommt, aber ich werde immer wieder zurückgehen auf die Ausgangsposition. Ich hoffe, das hilft. So, wir haben jetzt an der ersten Falzlinie oben und unten eingeschnitten. Als nächstes wäre diese Linie hier, die wir einschneiden. Also hier. Jawohl. So, das war dann die hier. Jetzt kommt dieses Eck hier oben und das ist ein bisschen schwieriger, aber keine Sorge, wir kriegen das hin. So. Wir haben also diese schmalen Kanten hier im Eck und wir haben hier eingeschnitten. Okay, wir brauchen hier noch ungefähr einen Zentimeter Klebelasche. Das heißt, wir schneiden hier so Pi mal Daumen einen Zentimeter bis zu dieser Querfalz, ja, bei mir ist es eine Linie. Und dann schneiden wir dieses komplette Stück raus. Dieses benötigen wir dann später noch, aber für jetzt muss es einfach raus. So, okay, und jetzt machen wir noch diese neckische Ecke hier. Das heißt, diese Klebelasche, die schrägen wir an bis zur untersten Falz. So, wie wir das gewohnt sind. Und dieses kleine Eck hier wird rausgeschnitten. Gar nicht so schlimm, richtig? Man muss nur gut aufpassen, was man schneidet.
Also, dieser Bereich kommt komplett raus. Wir brauchen hier noch 1 cm Klebelasche. Den schneiden wir quasi freihand. Dann schneiden wir bis zu dieser Querfalzlinie. Dann schneiden wir eine schräge, also quasi die Klebelasche hier schräg an und schneiden dieses Kästchen hier raus. Ich würde vorschlagen, wir falten auch noch an diesem Übungsstück. Und zwar falten wir alles so, wie wir das gefalzt haben. Oh Gott, tut mir leid für euch. Setzt eine Sonnenbrille auf. Ich habe das jetzt gerade so in die Finger bekommen. Habe ich mir nichts dabei gedacht. Okay, also wir falten einfach erst einmal alle Linien nach. Na, dieser halbe Zentimeter ist ein bisschen schwierig. Der bedarf ein bisschen Überredungskunst. So. Es tut mir furchtbar leid. Die Kamera hat keinen Speicherplatz mehr gehabt. Also ich habe alles nachgefaltet so, und dabei ist mir aufgefallen, dass ich hier vergessen habe, quer einzuschneiden. Das fehlt auch noch auf meinem Plan. Moment, wo ist oben, wo ist unten? Ausgangsposition. So, also hier unten müsste diesen 1 cm hier noch freilegen. Also hier nochmal einknipsen. Okay, dann habe ich alles nachgezogen, und was ich dann auch noch gemacht habe, ist, also euch erklärt, dass man das Ganze so umdreht, dass hier diese halben Zentimeter Tasche entsteht, diese Volumentasche, dass hier diese Einstecktasche entsteht, und damit die hier in der Falte sich nicht zwickt, habe ich hier noch ein bisschen was weggeschnitten. Und hier unten auch. Ja, also das wird diese Tasche. Und dann geht das Ganze ungefähr so zusammen. Klappe, Klappe, rüber und zu. Also so sieht das dann zum Schluss aus. Ist ungefähr 1 Zentimeter breit. Ich habe gerade mal nachgeschaut. In einen Standardbrief passt es nicht, weil da ist die maximale Höhe 0,5. In einen Kompaktbrief mit 1 Zentimeter, naja, der geht nur bis 50 Gramm, je nachdem, wie sehr ihr den befüllt. Ich denke, Pi mal Daumen wird man bei einem Großbrief landen, der 1,55 national kostet, also innerhalb Deutschland. Aber es muss ja nicht sein, dass ihr den verschickt. Gut, ich hoffe, soweit alles klar. Dann würde ich jetzt zu meinem Originalprojekt wechseln. Ich würde vorschlagen, wir fangen mit der Tasche hier oben an. Wie ihr seht, ist die bündig, also sie schließt bündig ab. Da habe ich euch ja bei den anderen zwei Vorschlägen gezeigt, was ihr machen könntet. Die hier, diese Variante ist recht einfach. Ihr klebt diese Lasche zu. Ihr habt hier die Möglichkeit, ein bisschen was wegzuschneiden und ein Daumenloch. Und dann habt ihr da eine super Tasche für einen Gutschein, eine Gutscheinkarte. Ich mache mit euch jetzt diese Variante hier. Und zwar kleben wir diesen Streifen hier fest. Dann brauchen wir unser Falzbrett. Und wir falzen hier 3 cm. Schneideklinge aus dem Weg, sonst wird es gefährlich. So, 3 cm. Das kommt jetzt in diese Richtung. Und ich mache mir hier noch ein kleines Daumenloch
mittig rein, damit man gut erkennt, dass das ein Steckplatz wird oder ist, je nachdem, wer den bekommt. Dann kleben wir als erstes diese kleine Einstecktasche fest. Oben und unten Klebe auftragen. So. Und dann brauchen wir hier noch oben und unten Kleber und schon haben wir diese doppelte Einstecktasche konstruiert. Okay, so, die war ja jetzt easy, nicht wahr? Und nun geht es an diese 3D-Tasche. Ich habe hier natürlich falsch gefalzt. Ihr habt es richtig gemacht, bin ich mir ziemlich sicher. Und dieses Reststückchen, was wir hier ausgeschnitten haben, ihr solltet diese Falzlinie auch nicht drin haben. Wie gesagt, ich habe mich hier verfalzt. Ich bin einmal zack durch, voller Schwung. Also das hier habt ihr nicht. Und jetzt kommt es ganz darauf an, welche Variante ihr machen möchtet. Ob ihr auch diese kleinen Bereiche hier kleben möchtet als Verstärkung für eure Ösen und als Kontrast. Ich habe mich entschieden, dass ich einen anderen Verschluss mache und deshalb schneide ich hier an der langen Seite Zentimeter ab. Hier haben wir eh schon so eine Falzlasche und hier die brauchen wir, die bleibt dran und wir kürzen das Ganze auf ungefähr 6 cm. Okay, hier werde ich mir noch die Ecken abrunden. Und dann haben wir hier diese 1 cm Lasche und da sollten wir nochmal in der Mitte falzen. Also nochmal bei einem halben Zentimeter anlegen und nochmal falzen. So. Als erstes kleben wir diesen Bereich hier, also den großen Bereich, auf unsere Tasche auf, bis zu der ersten Falz. Wir brauchen nämlich hier diesen halben Zentimeter dann später für das Volumen der Tasche. So, also ich trage mir hier Kleber auf. Und vermittle das Ganze auf der Höhe der Tasche. So, als nächstes stanzen wir uns die zwei Löcher hier rein. Ihr könnt es euch anzeichnen, wenn ihr wollt. Selbstverständlich könnt ihr hier, die Gestaltung steht euch absolut frei, wie ihr das machen möchtet. Ich habe hier, ich glaube, 2 cm eingestellt. 2 cm ist vielleicht zu viel. Mal sehen, wie es mit 1,5 aussieht. So. Ja, besser. Und dann stanze ich mir hier zwei Löcher rein. Versuche den Abstand zu den Kanten beizubehalten, also zu den Kanten von dieser Lasche. Und dann ziehe ich mir hier so einen Baumwollfaden durch. Ein bisschen lang, machen wir es doppelt durch.
So. Einmal kurz einen Knoten, damit es auch hält. Und ich glaube, ich mag nur eine einseitige Schleife haben. Ja, finde ich ganz gut. Und jetzt können wir die Tasche auch schon zukleben. Hier haben wir also diese halben Zentimeter Lasche, die wir mit Kleber einstreichen. Und auf dieser Seite haben wir diese 1 cm Lasche. Wenn ihr möchtet, könnt ihr hier oben auch ein bisschen abschrägen. Ganz nach eurem Geschmack. Ich bin so weit weg von meinem Arbeitstisch. Ich sehe fast nichts. Okay. Und jetzt klappen wir das hier so an diese Falzlinie, damit die auch noch zugeht. Und mit dem Falzbein können wir von innen ein bisschen andrücken. Ach, ihr seht nichts. Ich bin also mit dem Falzbein innen auf der Klebelasche und versuche diesen 5 mm Rücken hier anzudrücken. Und das gleiche machen wir auch hier auf dieser Seite. Das hat sich den Weg schon fast selbst gesucht. So, schön bündig an der Kante. Und dann, wenn die Position passt, könnt ihr mit dem Falzbein von innen noch ordentlich andrücken. Okay, damit wäre die Volumentasche auch schon fertig. Zwischendrin mal schnell die Ecken abrunden. Das müsst ihr nicht machen. Das könnt ihr so gestalten, wie ihr möchtet. Ich finde nur spitze Ecken, die sehen dann ganz schnell schon abgenutzt aus. Sobald man ein paar Mal dran kommt, sehen sie aus wie hier. Damit hätten wir beide Taschen schon fertig. Und nun könnt ihr euer Flipbook so gestalten, wie ihr das möchtet. Ihr könnt sie befüllen, ihr könnt Taschen aufkleben, Tags einfügen. Ich habe mir überlegt, da ich die anderen schon so unterschiedlich gestaltet habe, lasse ich das hier als Fotofolio. Das heißt, ich stempel mir hier einfach nur mal so eine Fotokamera auf diese beiden Bereiche, denn es passen hier tatsächlich wieder mal 9 x 13 cm Fotos rein. So, dann zeige ich euch noch, wie ich den Verschluss machen möchte. Also ich mache den wie so ein Security Envelope. Closure, ich weiß schon wieder nicht, wie es auf Deutsch heißt. Dafür brauche ich 2 so kleine Kreise. In die stanze ich mir in die Mitte wieder ein Loch. So ein kleines diesmal. Halt, ich bin aus der Kamera. Und in meinen Deckel auch, aber jetzt nehme ich, was nehme ich denn für einen Abstand? Ich glaube 1,5 ist ganz gut. So, wenn ihr euch nicht sicher seid mit der Mitte, könnt ihr die anzeichnen. Und ich mache meine Verschlüsse immer gleich. Und zwar mit Bügelperlen. Also Scheiben von Bügelperlen. Ich klaue mir immer so eine Bügelperle bei meiner Tochter. Und dann schneide ich die mit einer scharfen Schere oder mit einem scharfen Cuttermesser in so 1 mm Streifen. Da binde ich mir dann den Faden rum.
ordentlich verknoten. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, könnt ihr da auch noch einen Tropfenkleber drauf machen. So. Das Ende ein bisschen kürzen, sonst guckt das unter diesem Kreis raus. Und dann wird es folgendermaßen zusammengesetzt. Ich habe hier diese Musterbeutelklammern, diese Namen, fädel ich hier durch, dann durch die Bügelperle. Somit habe ich hier einen Abstand und damit gehe ich durch mein Projekt und falte diese Beinchen auseinander. Das gleiche mache ich auch auf der anderen Seite, nur ohne Faden. Also Papier, Bügelperle und dann durchs Projekt. Okay, dadurch weiß ich, dass mein Faden gesichert ist. Ja, der ist da unten fest. Ich habe Abstand. Vor allem wenn, so glaube ich, geht es besser. Vor allem wenn ihr eine dickere Kordel oder so habt, dann funktioniert das viel besser. Und das würde man jetzt natürlich so schließen. Und so sichern. Dann wollen wir das Ganze mal bestücken. Ich habe mir überlegt, dass ich hier so ein schönes Etikett noch aufklebe und ich hätte gerne, dass diese Streifen, wo man den Namen platzieren kann, so schön in diesem Abstand hier ist. Mal sehen, ob das klappt. So, mal sehen. Jo, ist okay. Gut, dann bestücken wir das gute Teil noch. Dazu habe ich mir hier so ein paar Tags vorbereitet. Ein bisschen schicke Elemente sind immer wieder witzig. Ich finde, die machen einfach gute Laune. Na, ein bisschen schön platzieren hier. Auf der Seite können wir auch noch was einstecken. Ich habe hier so ein Herz mit ein paar kleinen Tags und so einer schönen bauchigen Sicherheitsnadel. Ein bisschen Gebimselbamsel, auch immer wieder nett. Hier noch so ein Schildchen, das könnte man sich eventuell auch irgendwo noch aufkleben nachträglich. Und die Tasche, die hier ist jetzt richtig voluminös, da passt einiges rein. Ich werde aber trotzdem nur ein paar Tags reinstecken. So. Und fertig. Ja, das war's mal wieder für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn ihr denkt, dass es empfehlenswert ist. Taggt mich auf Pinterest, falls ihr das mal ausprobiert. Würde mich sehr freuen, was zu sehen, was ihr so damit anfangt oder was ihr damit macht. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich bald, wenn ihr mögt. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß mit euren eigenen kreativen Projekten. Tschüss!